Ihre katholische Akademie. Wir freuen uns, Schwester Philippa, dass Sie uns Ihr Wort schenken und auf die Reaktion auf Julia Knoop uns geben. Ja, herzlichen Dank für Ihre einführenden Worte. Dank auch an Julia Knoop, die mir ihren bewegenden Vortrag im Vorhinein zur Verfügung gestellt hat. Das war mir eine große Hilfe, da ich Schwester Philippa, ich glaube, Sie müssen Ihr Mikro anmachen. Jetzt hören wir Sie wieder. Verzeihen Sie bitte. Ja. Also nochmals Dank an die einführenden Worte und Dank an Frau Knoop, die mir ihr bewegendes Manuskript vorab zur Verfügung gestellt hat, sodass ich mich in der Kürze der Zeit dann doch ein wenig vorbereiten konnte. Wie ein Cantus Firmus zieht sich seit gestern ein Lied ohne Gott durch unsere Tagung. Gottes Verlust, Gottes Abwesenheit, Gottes Leugnung. Heute ist nun eine der Hauptverantwortlichen ausgemacht. Es ist die Kirche selbst, die wie schon öfter in der Geschichte zum Hindernis des Gottesglaubens geworden ist. Vor 900 Jahren übrigens, zur Zeit der heiligen Hildegard von Bingen, die mein Kloster gegründet hat, war das schon einmal so. Ihre Bußpredigt an den Klerus von Köln spricht sehr eindrücklich davon. Aber war es nicht eigentlich schon immer so, war es nicht zu Zeiten Jesu schon so, dass unwürdige Würdenträger den Menschen den Blick auf Gott verstellt haben? Ich erinnere an Matthäus 23,13. Weh euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, ihr verschließt den Menschen das Himmelreich, ihr selbst geht nicht hinein, aber ihr lässt auch die nicht hineingehen, die hineingehen wollen. Die Wiederholung der Geschichte darf uns allerdings, wie ich meine, weder beruhigen noch exkulpieren. Ich stelle in mir eine weitgehende Übereinstimmung mit der Beurteilung der gegenwärtigen Situation fest, wie Frau Professor Knoop sie beschrieben hat. Auch eine Übereinstimmung mit dem poetischen Text von Hans-Dieter Hüsch, der mir als rheinisch-katholischer Seele natürlich nur allzu vertraut ist. Hüsch hat seinen Text 1988 verfasst. 10 Jahre früher wurde ein Text verfasst, auf den ich kürzlich in einem ganz anderen Zusammenhang gestoßen bin und der mich jetzt im Hinblick auf unsere Tagung erneut hat aufhorchen lassen. Er stammt aus der Feder von Karl Rahner. Der Schlüsselsatz des Textes lautet, ich zitiere, man darf sich nicht in die existenzzerstörende Fraglichkeit hineinmanövrieren lassen, was man denn täte, wenn man plötzlich bemerken würde, dass die letzten tragenden Gründe unseres Jahres zur Kirche als einer Grundwirklichkeit unserer Existenz weichen würden und wir in das Bodenlose unseres Daseins hinabstürzen würden. Sie hören es, der Konjunktiv durchzieht diesen Satz. Am Ende fügte Karl Rahner noch hinzu, in dieser Situation sind wir nicht, in sie hinein müssen wir uns nicht fallen lassen. Vor 50 Jahren, denke ich, waren wir tatsächlich noch nicht so weit, aber heute... Heute sind viele in genau dieser Situation, müssen sich hineinfallen lassen oder fühlen sich in diese Situation hineingestürzt. Die hohen Austrittszahlen aus der Kirche und die wohl noch höhere Zahl an innerlich Emigrierten zeigen es uns.
Die derzeitige Kirchenkrise verursacht eine Glaubenskrise, so die These, und nicht umgekehrt, wie manche meinen. Dem stimme ich voll zu. Auch die sogenannten Hochaffinen, von denen Frau Knob sprach, zu denen auch ich gehöre, können sich der Krise, die weite Teile der Gläubigen schon lange erfasst hat, nicht länger entziehen. Die kirchliche Wirklichkeit hat ihnen, hat uns, unseren ererbten, erlernten und bisher gelebten Glauben ausgetrieben oder ihn zumindest in Frage gestellt. Und ja, viele verlassen die Kirche durch Austritt, noch mehr durch innere Immigration. Davon sind aus meiner Erfahrung auch Kleriker und Ordensleute zunehmend betroffen. Aber dennoch, ich sehe zwar auch einen ekklesiogen bedingten Glaubens- und Traditionsverlust, aber ich sehe keinen Gottesverlust. Gott ist immer der ganz andere, Gott ist immer größer als unser Herz. Davon sprach auch eben schon Schwester Anna Mirjam. Er führt die Menschen auf neue Wege. Davon bin ich überzeugt, selbst durch Trümmerfelder der Kirche hindurch. Manchmal scheint es mir in der Tat so, als ob Gott heute geradezu auf neuen Wegen gesucht werden will. Das beweist, keineswegs repräsentativ, aber doch, denke ich, bezeichnend, zum Beispiel, dass Ordensberufungen heute eher und zumeist aus kirchenfernen Milieus entstammen. Die Mehrheit meiner jüngeren Mitschwestern sind vollkommen ohne oder nur mit sehr rudimentärem Glauben aufgewachsen und erst recht ohne Kirche sozialisiert. Und dennoch, oder gerade deswegen, haben sie sich, um mit Hans-Dieter Hüsch zu sprechen, zugerufen: Kommt, wir suchen ihn. Und er hat sich finden lassen. In der Ordensregel des heiligen Benedikt, nach der ich lebe, wird im 58. Kapitel über die Aufnahme von Schwestern und Brüdern nur ein einziges Kriterium für eine Berufung gelten gelassen. Zitat: Es werde geprüft, ob die Novizin, der Novize, wirklich Gott sucht. Da ist nicht die Rede von Treue zur Kirche, vom Feststehen in bestimmten Glaubensüberzeugungen, von religiösem Engagement und diakonischem Einsatz. Vielmehr ist es allein die Sehnsucht nach Gottes Nähe, nach Gottes Begegnung und Gottes Erfahrung, die zählt. Gleiches erlebe ich bei den Menschen, die seit Jahren in wachsender Zahl in unsere Klöster kommen. Auch sie treibt die Sehnsucht. Sie sind Suchende, oft solche, die sich von der Kirche abgewandt haben oder auch nie in ihrem Dunstkreis unterwegs gewesen sind. All diese würden den Anspruch der Kirche, Sakrament des Geistes Gottes zu sein oder Sachwalter seines Heilswillens, kategorisch ablehnen. Zu einschneidend ist der Vertrauens- und Glaubwürdigkeitsverlust, zu groß die Abscheu vor sexualisierter Gewalt, Machtmissbrauch und Vertuschung und zu stark die Ablehnung hierarchischer und ungerechter Strukturen. Was aber bleibt? Wie und wo kommt die Sehnsucht und Suche dieser Menschen nach Gott zu ihrem Ziel? Wo findet sie ihre Erfüllung, einen neuen Ort, eine neue spirituelle Heimat? So paradox es klingen mag, ich meine in den Trümmern der Kirche. Genau dort wächst aus meiner Beobachtung heraus neues Leben und eine ganz neue Lebendigkeit. Vielerorts entstehen Initiativen und Gruppen von Menschen, vielfach auch von Frauen, die im Austausch über die eigenen Gotteserfahrungen, die im Gebet,
im gemeinsamen Brotbrechen und im gemeinsamen Engagement für eine bessere, gerechtere, ökologischere Welt, eine Welt, wie wir sie klassisch als Reich Gottes mitten unter uns bezeichnen würden, neu nach Gott suchen. Ich plädiere dafür, diese Dinge geschehen zu lassen, zu stärken, zu ermutigen, dankbar wahrzunehmen, was sich da gerade in und außerhalb der Kirche entwickelt. Die Kraft des Geistes weht bekanntlich, wo sie will. Am Ende möchte ich einen Satz aus der Konzilskonstitution Lumen Gentium in Erinnerung bringen, der mir in diesem Zusammenhang als ganz wesentlich erscheint. In Artikel 48 heißt es, Zitat, bis es aber einen neuen Himmel und eine neue Erde gibt, in denen die Gerechtigkeit wohnt, trägt die pilgernde Kirche in ihren Sakramenten und Einrichtungen, die noch zu dieser Weltzeit gehören, die Gestalt dieser Welt, die vergeht, und zählt selbst so zu der Schöpfung, die bis jetzt noch seufzt und in Wehen liegt und die Offenbarung der Kinder Gottes erwartet. Zitat Ende. Vielleicht, Gott weiß es, liegt unsere Kirche derzeit in Wehen und wird ganz neu aus dieser Krise hervorgehen. Dann hätte, denke ich, das derzeitige Leiden an ihr einen Sinn. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.